Ist das ein Schutzverfahren? Mist. Packe ich den mal kurz weg, weil den werde ich jetzt die nächste Zeit nicht mehr benutzen. Moment, zum Rüberlaufen nehmen wir noch das Jetpack mit und dann tauschen wir aus. Ja, nee, tauschen wir gleich aus. Dann werde ich jetzt mal kurz auffüllen gehen. Ich schalte euch mal kurz ab. Hier ist sowieso nicht voll, weil ich den mal kurz abbauen muss. Zack. Weil ich mache jetzt den nämlich hier rein. Obwohl, eigentlich könnte ich ihn schon. Ich mache ihn direkt dahin. So. Dann brauche ich einen Schalter. So. Dann läuft das wenigstens weiter. Moment. Uah. Warte, warte. Muss das. So. Muss kurz schauen. Hier ist wohl Licht dabei. Gut. Dann nehmen wir mal die Kabel hier nämlich wieder weg. So. Ja, ich weiß, jetzt läuft der Curry gerade nicht. Aber das haben wir gleich. So, dann machen wir kurz vorher den Dings wieder hin. Genau. Und jetzt ziehen wir hier einfach das Kabel durch. Warte. So rum. Ach Gott, wie gut, dass wir in einer dreidimensionalen Welt leben. Da ist es ein bisschen einfacher. Zweidimensional, ich glaube, das wäre ein kleines Problem. So, jetzt aber. Jetzt transformiert das hier hoch. Genau, dann geht es einmal darüber. Hier ist Strom gut. Zum anderen geht es aber auch darüber. Genau, und sollte eigentlich verlustfreier. Ah, oder hat es jetzt ein Problem, weil ich durch die beiden da so viel verliere? Vielleicht sollte auch mal eine MFE ranschalten. Wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Ach komm, machen wir da gleich eine MFE hin. Dann war jetzt der Transformator zwar für ein A, aber ja. Moment, ich habe doch vorhin Dias gesammelt, dann kann ich die doch gleich hernehmen. Diamanten. Diamanten. Oder ich nehme einfach den hier. Warte. Oder wo ist meine Tierkiste? Ne, das war sie nicht. Zack, Diamanten und Uran und ein bisschen Redstone. Hooray! Dann. Ach komm, da bauen wir eine MFE hin. Dann sollte das, glaube ich, eher klappen, weil dann sowieso mehr Strom ankommt. Huch. Noch mehr Diamanten. Ach komm, für die MFE die Diamanten, die mache ich jetzt knallhart aus Materie. Einfach weil ich es kann. Einfach weil ich es kann. Das mache ich jetzt. Zack, ich brauche 4 Stück. Halt. So, so. 1, 2, 3, 4. Zack, 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 zack. Einfach weil ich es kann. Diamanten aus Materie zu machen. So, Redstone habe ich ja genügend zurzeit. Braten wir mal einen halben Stack Redstone noch. So, warte. Zack, Energy Crystals. Dazu brauche ich Refined Iron. Was mache ich eigentlich? So, so nehmen wir so eine mit. Hier habe ich ja auch noch Eisen rumliegen. Ist ja alles noch hier rumliegen habe. Hier habe ich Zinn. Da habe ich noch Kupfer. Goldbarren? Wie viel Gold ich habe? Unglaublich. Fällt mir gerade ein, ich werde diese Rüstung nie wieder brauchen. Kann ich das nicht? Ach nee, weil sie angebrochen ist. Verdammt. Ah, Mist, ich habe gedacht, ich kann die jetzt schön brav hier sozusagen verschrotten lassen. Beziehungsweise wieder ummodellieren. Schade, dass es nicht geht. Wenigstens prozentual hätte man das doch machen können. Nein, Uran kann man nicht extrahieren, sondern komprimieren. Was wollte ich? Ironie. Raffinierte Ironie. Und dazu so einen lustigen Kasten, der es auch Meshing Block nennt. Dann 4 Kabel in die Ecke und Energy-Kristalle hier so hin. Gott, früher habe ich dafür ewig gespart. Jetzt baue ich sowas einfach mal. Also der Unterschied von jetzt zu früher ist unglaublich. Was ist das eigentlich schon?
Ja, eigentlich kann ich da jetzt direkt loslegen. Warte, ich habe eine Idee. So, ich weiß nicht, ob das klappt. Geht das? Ach, schade, ich wollte. Ach, was mache ich da? Packst du den. Wohin geht die Energie gerade? Schade, ich wollte jetzt eigentlich, dass der die Energie darüber schaufelt, aber anscheinend will das nicht so. Dann brauche ich gerade hier noch ein Kabel für da hinten. So, dann ja, habe ich halt jetzt ein bisschen Energieverlust. So. Da verzuckelt das jetzt hier rum und füllt sich nicht auf. Reicht die breite. Was ist denn mit dem Strom los? Ich könnte ja kurz so frei sein und den hier anschalten. Ja, ich weiß, es ist ja extrem verkabelt. Warte mal. Dann brauche ich. Was ich gerade wusste, ich könnte den da runter machen, den wegmachen, aber im Endeffekt kommt das Gleiche hinaus. Ich könnte natürlich auch den wegmachen. Den wegmachen, so und so. Dann passt es besser. Dann füllt das hier beides nämlich. Den dann auch hier rüber. Ich weiß, es schaut hier gerade sehr verschachtelt aus. Das Verschachtelungsprinzip. So, dann ist hier voll Strom. Hier ist auch voll Strom. Dann kann ich ja hier schon mal anfangen, das weiter auszubauen. Da macht es auch fröhlich weiter. Mit voller Power. Gut, dann ist es ja auch mal ein bisschen besser geregelt. Hier läuft es auch auf Hochtouren. Jo. Jetzt sind wir nämlich auch gerade in einem Gleichgewicht anscheinend. Oder haben wir das Gleichgewicht irgendwie hergestellt? Ja, Goldkabel. Oder? Anscheinend. Oder kommt mir dazu? Nee, geht. Das, nee, ist irgendwie im Gleichgewicht. Ist jetzt auch schon wurscht. So. Passt das jetzt dann auch? Irgendwie das System ist noch verbesserungswürdig. Ich habe hier schon wieder ein paar Iron Pipes hier noch rumliegen, die ich eigentlich noch wegmachen müsste. Habe ich gerade Gold Pipes dabei? Nee, ich habe das irgendwie nie wieder ausgebessert. Von bei den Golddingern ist fast leer. Nee, ich muss die Eisenteile noch wegmachen. Und durch Goldteile ersetzen. So, machen wir das auch noch schnell. Wir müssen aber erstmal die Kabel wegbringen. Hier ist Goldkabel, Kupferkabel. Ja, ich weiß, ich habe es gerade in der falschen Reihenfolge gesagt. Dann packen wir mal die Dingensen weg. Stone Waterproof. Normale Waterproof. Brauche ich Gold Waterproof. Den Tank brauche ich nicht mehr. Den einen Niederspannungstransformator brauche ich auch nicht mehr. Ah, Refined Iron kann ich hier wegpacken. Oh, da habe ich noch mehr Refined Iron. So, ach, das Klempnerwerkzeug. Mario spielen muss ich jetzt auch nicht. Holzstone packe ich auch mal kurz hin. So. Ja, wird ja langsam. Hier wird auch noch nicht so recht. Das ist zwar jetzt noch sehr partiell, aber ich hoffe, das kommt irgendwann. Eigentlich müsste ich es hier anschließen. Ich glaube, dann wird es ein bisschen schneller gehen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. So. Mal den dahin. Nein. So viel wollte ich den doch nicht wegmachen. Den dahin. So, den dahin. Und ich wollte eigentlich das noch dicht machen, weil ich. Ja. Hier, lauter Schafe, Golems, ein Hühnchen. Euch alle verliere. So. Das ist wieder mit Goldkabeln ausgelegt. Goldkabel, sage ich schon. So, Schmarrn, das wollte ich gar nicht. Schmarrn, da wollte ich auch gar nicht schauen. Wollte da schauen. Ja, es wird hier gerade ein bisschen mehr produziert. Es ist. Macht gerade nichts. Ich brauche sowieso da nochmal ein bisschen Strom. Ein bisschen mehr Strom. Boah, wie viel da dran ist. Okay. Hui. Bald können wir Schlittschuh laufen? Dancing on Ice. Demnächst hier auf dem Kanal. Schau doch schon mal ganz, naja, noch nicht ganz. Das ist eine geschlossene Schneedecke wäre mir hier lieber, aber man kann ja nicht alles haben.
Das stört es jetzt aber nicht, oder? Dass der Schnee drauf liegt. Ich mach mal kurz weg. Ich weiß es nicht. Na ihr? Ich glaube, eins hieß Margaret. Ich bin aber nicht mehr sicher. Brigitte? Weiß nicht mehr. Wie war das? Einer hat geschrieben, Rest in Peace 2012. Also, eins Rest, eins in, eins Peace und eins 2012. Ah, hurra. Und da hat die Musik auch schon auf. Ich kenne mich hier langsam nicht mehr aus, aber irgendwie traf ich es trotzdem. Ich pack mal das. Moment. Was habe ich eigentlich noch alles dabei? Den dabei habe ich noch einen Akkublock. Hast du mal einen Akkublock? Das raffinierte Uran. Bestimmt brauche ich sowieso gleich eine Zelle, also von dem her kann ich es gleich in so eine packen. Mein Brennstab, ja. Hier mit Creeper Face. In your Creeper Face, huch. Okay, hier reicht es natürlich nicht. Doch, es geht bis hierher. Wow, krass. Warte. So, hier jetzt kurz hoch. Hier rein. Hier auf. Würde ich sagen, nehmen wir mal so einen raus. Nehmen den da rein. So. Nehmen den auch noch raus. Packen die beiden zusammen. Pack den wieder rein. Ich habe doch noch einen über, oder? Ja, so einen kleinen. Pack mal vielleicht. Der ist noch recht schwach. Der mit dem. Und packen sie wieder rein. So. Ja, und hier zuckelt er immer noch die ganze Zeit rum. Und die Sonne geht schon wieder unter. Die Sonne geht unter. Und hier macht's fröhlich weiter seinen Strom. Ja, hier ist ja. Na klar, hier wird natürlich nie Schnee liegen, wegen Dach. Also zumindest hier. Hier ist ja keins. Deswegen ist auf unser Rest in Peace Blackie. Wer sich noch dran erinnert, das arme Schaf, das wir versucht hatten zu retten. Wir werden nie wieder Schafe retten. Es bringt einfach nichts. Sie sind unrettbar verloren. Tja. Hier wird's eigentlich Nacht. Achso, ja, genau. Irgendwas wollte ich jetzt noch nachschauen. Ich wollte mal kurz zur Crop Farm gehen. Ich glaube, die Dingens müssen jetzt fertig sein. Die Blümchen. Na? Immer noch nicht. Na toll. Ich kombiniere Rosen mit Melonen und bekomme hier schon wieder Rosen. Warte. Jetzt kommt's. Die Spannung steigt. Eigentlich kann ich euch auch gleich mitnehmen. So, mal schauen, wie viel der Melonenart das jetzt wird. Der Erntekatalysator. Ich habe ein bisschen Rosenrot, ich habe eine fette Melone, ich habe noch einen unbekannten Samen und ich brauche eigentlich dich noch. Zack, so. Nein, da ist der Strom. Rose. Rose Tier 2. Red Flower Rose. Growth 1, Gain 3, Resist. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, was das heißt. Fällt mir gerade so auf. Melon, ach, no shit, oder? Tier 2, bla, bla, Growth 4. Okay. Halt. Jetzt blöd, dass der Rucksack immer drin bleibt, also das Stromdingensen, je nachdem, was es halt gerade ist. So, noch eine, nochmal Melonsamen, 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 Melonsamen. Was bedeutet das? Okay, ich werde es vermutlich wieder vergessen, deswegen frage ich euch mal, ob mir das jemand kurz erläutern könnte, was das denn genau bedeutet. So, in der Zeit würde ich sagen, gehe ich mal kurz ins Bett, weil sonst meine Sonnenkollektoren hier nichts zu tun haben. Beziehungsweise, die können nichts tun, wegen keiner Sonne, wisst schon. Und was mir gerade so einfällt, ich gehe mal kurz da drüben den ganzen sammeln. Weil ich wollte ja immer noch mein, wie heißt's, mein Zauberbuch-Dingens machen. Das könnte ich eigentlich, das Zauberbuch könnte ich eigentlich schon mal machen. Und wie ging das nochmal? Ich glaube auch, Opsi, Dias, Buch und danach die Bücherei am besten. Komm, das machen wir jetzt mal kurz. Ein Buch habe ich, brauche Dias, kommt nämlich sogar... Die Dias, Opsi habe ich auch. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, weil ich habe das noch... Doch, ich habe es einmal schon mal gemacht.
War das nicht so irgendwie? Hey, genau, perfekt. Ein Zaubertisch. Ein Zaubertisch. Ja. Wie viele Bücherregale habe ich? 25. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich habe noch 16 Bücher. Ich kann jetzt noch ein paar machen. Ist die Frage, wohin mache ich das Ganze? Zack. 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 So. Holz habe ich noch, aber das reicht hinten und vorne nicht, wie es ausschaut. Für 6 Bücherregale reicht es auf jeden Fall. Dann machen wir diese doch. Aber jetzt wird es leider kritisch, wie man schon sieht. Zack, zack, zack. Und es bleiben genau 10 Bücher übrig, mit denen man noch 3 Bücherregale machen könnte, wenn man denn wollte. So, und warum ich jetzt so bescheuert rede, ich weiß es leider selbst nicht.